Hallo zusammen, wir sind hier wieder Teil der Kunst-Eisbahn und probieren heute die olympische Disziplin Eiskunstlauf aus. Dazu treffen wir uns mit Denise Billmann. Ja. Winnie, genau. Hoi, hallo. Lukas. Heute werden wir ja richtig so auf dem Eis ein Gas geben. Und da wären eure Schlittschuhe, könnt ihr schon mal. Das ist halt richtig für Kunstlauf, oder? Mit Zacken. Hey, ich bin auch mal gespannt. Legen wir doch gerade los, oder? Ich sehe dann gerade so, wie etwa eure Basis ist und auf dem können wir dann aufbauen. Um ganz früh an die Spitze zu kommen, braucht es Talent, Wille, Disziplin, es braucht alles. Sonst schafft man es nicht. Oh! Wie macht ihr das? Das ist schon super. Sieht es etwa wie bei dir aus? Ja. Okay. Und hopp. Und präsentieren. Genau. Das Bein ausstrecken. Das Kunstlauf ist bis jetzt noch nicht so wahnsinnig schön rausgekommen bei mir. Ja, ich bin leider nicht so beweglich wie sie. Ich muss mich ein bisschen mehr dehnen irgendwie. Das machen Männer. Jetzt haben wir ja all die Tricks ein bisschen geübt. Jetzt machen wir noch halt eine Showkür. Alles verpackt noch mit Moves und so. Hast du es gesehen? Das Rhythmus und Musikgefühl ist ganz wichtig im Eislaufen. Und der Charme, die, wo der Funke zum Publikum überspringt, das sind die, die berühren und die den Leuten auch länger im Gedächtnis bleiben. Sie haben es super gemacht, sie haben sich mega Mühe gegeben und sie haben wirklich geübt und sind willig gewesen und wir haben in einer kurzen Zeit ganz gute Sachen angebracht. Also, gut gemacht. 1 zu 10, was gibst du? Ich gebe es 9. Ein 9? Ja.